Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir werden auch gleich in die Unboxing-Ansicht gehen. Hier werde ich Unboxing und Hardware eben machen, weil es sind zwei Smart Plugs, die wir auspacken werden und anschließen werden. Da brauche ich nicht unbedingt ein Unboxing machen. Das lohnt sich nicht. Und das ist von Agit3, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zwei Smart Plugs sind da drin und habe gerade auch gesehen, hier ist das App-Symbol im QR-Code drin. Da ist so ein blaues Häuschen. Spricht für die App Smart Home. Die heißt aber, hier steht irgendwie Smart Life, aber die heißt Smart Home in Deutschland. Also so steht sie bei mir im Handy drin. Werden wir uns gleich angucken. Ich wechsle mal schnell in die Unboxing bzw. in die Hardware-Ansicht. So. Und schon sind wir am Unboxing-Tisch. Und wir nehmen uns jetzt die Steckdose vor. Also die Smart Plugs. Kommen. Und Tiger sagt auch schon Hallo. Ah. Da brauchen wir kein Messer, da kriegen wir so auf. So. Oh, die sind aber auch klein und süß. Sind ja wie die, die wir letztens uns angeguckt hatten. Smart Plug, User Manual, Modell ET20. Ja, die sehen exakt so aus, bloß dass hier nicht ein Aufkleber nicht drin ist und dass das hier oben nicht durchsichtig ist. Okay. Dann würde ich sagen, dann testen wir das gleich mal. Ich hole mir wieder die Steckdose her. Also, nicht wundern, die ist sehr alt. Die habe ich von meinen Eltern geholt, weil ich kein Verlängerungskabel mehr hatte. Das ist noch von DDR-Zeiten, ist der Kabel noch. Und der hält immer noch. So. Wir sind hier und da leuchtet es blau. Ich hoffe, ihr seht das richtig. Ja, ich zoome mal ein Stück ran. Hier blinkt jetzt nichts. Aber wir sehen es nur da durch. Und jetzt wollen wir das ganz einfach mal verbinden. So. Den legen wir mal kurz beiseite. Wir nehmen uns die Anleitung. Und hier stehen alle sämtlichen Sprachen wieder drin. Und die erste Seite ist so ja Deutsch. Aber nichts da. Okay, also in der Anleitung steht nichts, da steht dann nur die Sachen drin. Aber wir wissen das ja, hier steht ja der QR-Code. Und damit wir zur richtigen kommen, das zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Wir gehen einfach auf den QR-Code-Scanner. So. Zack, und schon haben wir es gefunden. Zur Webseite Smart Life. Download. Da sind wir bei Smart Life und ihr seht. Smart Life? Aber das war mal Smart Dingsbums. Naja, gut, dann heißt es doch Smart Life mittlerweile. Die habe ich schon drauf. Ich kann hier öffnen drücken. Weil ich habe da schon Sachen drin. Und guckt mal hier. Ich habe gar nichts gedrückt. Er blinkt halt nur. Ich habe hier nicht gesagt, verbinde dich mit irgendeinem Gerät oder so. Und schon steht da WLAN-Steckdose. Und wir sagen einfach hinzufügen. Jetzt müsst ihr gucken. Hier hört es gleich auf zu blinken. So. Achso, ich muss Passwort noch eingeben. Achso, nee, das klappt jetzt gerade gar nicht. Das sehe ich gerade. Jetzt wird gleich eine Fehlermeldung kommen. Weil ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin gerade mit dem 5 GHz-Netz verbunden. Und die machen eigentlich alle nur 2,4 GHz. Aber es blinkt schon nicht mehr.
Aber in der Regel machen die wirklich, da seht ihr, WLAN kann nicht gefunden werden. Naja, ist okay. Bestätigen. So. Er sucht zwar, seht ihr das? Er sucht jetzt wieder. Er sagt hier, oh, guck mal, guck mal. Und jetzt machen wir einfach mal mein Netz umbuchen. Auf das 2,4 GHz Netz. Das habe ich nämlich vorhin voll vergessen. So, und dann gehen wir wieder zurück und sagen neue Geräte hinzufügen. Gerät hinzufügen. Und da steht schon hier oben, gleich in der ersten Zeile Gerät erkannt, hinzufügen. Wir sind hier bei der Fritzbox. Ich brauche einfach nur sagen hier bum bum. Zack. Und ich bin jetzt auf dem 2,4 GHz. Jetzt arbeitet er hier. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es richtig sehen. Ich zoome mal ran. Oh, da seht ihr das. Und dann sagt er auch gleich, dass wir fertig sind. Ach, da seht ihr. Da ist es schon. Hier leuchtet jetzt nichts mehr. Fertigstellen. So, und dann sind wir hier. Oh, finde ich auch ja nicht mal so schlecht. Sieht auch ein bisschen fresh aus vom Design. Und die können wir dann an- und ausschalten. Wir benennen die Steckdose jetzt einfach mal. Also wie gesagt, ich habe schon mit Alexa verbunden, weil wenn wir da raufklicken, dann steht dann hier, was wir machen sollen. Bereits mit Alexa verbunden. Normalerweise steht dann da, was er machen sollt. Ich könnte es auch mit Smart. Oh, mit SmartThings kann ich die verbinden. Na, das ist ja geil. Hey Bixby, und so kann er denn reagieren? Dann könnte ich das über den Fernseher selbst nutzen. Na, das ist ja geil. Konto verknüpfen. Oh, alles in Englisch, ganz toll. Ja, das muss ich mir denn. Bixby und in die Smartphones werden hier erklärt. Oh. Also das muss ich mir dann nochmal genauer erklären, wie ich das, muss ich mir nochmal genauer durchlesen, wie ich das mit SmartThings. Bei Google Assistant ist bereits mit Google Assistant verknüpft. So, verwenden Sie SmartThings um Sprachsteuerung mit Ihrem Gerät. So, und dann kommen wir dann halt hier alles ins Englische, aber ich hoffe, man kann kopieren, ja. Ja, dann können wir hier kopieren. Und dann können wir zum Beispiel sagen, einfach übersetzen. Nehmen wir ein Übersetzungsprogramm. Gerät hinzufügen, stellen Smart Life App sicher, dass mindestens ein Gerät in der Geräteliste vorhanden ist. SmartThings unterstützt. Ändern Sie den Gerätenamen. Ändern Sie SmartThings Live App Gerätenamen in etwas, SmartThings leicht erkennen kann. Beziehungsweise Wohnzimmer. Oh. SmartThings App, um bei Ihrem SmartThings App Konto anzumelden. Öffnen Sie die SmartThings App, um App Konto anzumelden. Okay. Da bin ich mal gespannt, weil die SmartThings App, das wäre jetzt diese hier. Jetzt sind meine Geräte sind natürlich alle offline. Wenn ich jetzt hier sage, neues Gerät hinzufügen, Gerät hinzufügen, QR-Code scannen, Suche nach Geräten in deiner Nähe scannen. Das habe ich mit den anderen Produkten noch gar nicht versucht. Weil die habe ich alle nur mit A-Punkt verknüpft. Weil ich bin von dem SmartThings auch nicht so überzeugt, zeige euch so wie es ist, weil vor allen Dingen nicht auf dem Fernseher und auf dem Handy sowieso nicht, weil das ist halt einfach nur browserbasierend.
Ja, das muss ich mir später mal angucken. Das machen wir später, wenn, weil das bin ich nicht sicher, wie das funktioniert. Da hatte ich ehrlich gesagt auch noch ja nicht den Nerv, mich damit in Verbindung auseinanderzusetzen, weil das alles ein bisschen blöde ist. Aber hier Smart Life. Hier funktioniert es ja. Wir nennen die jetzt einfach mal um. Wir nennen die WLAN-Steckdose Odin. So. Und die heißt jetzt WLAN-Steckdose Odin. Wir können auch hier jetzt noch gucken, ob wir Updates dazu haben. Gerät entfernen können wir, Netz verknüpfen. Neueste Version. Ja, automatisch Updates mache ich eigentlich immer an bei den Steckdosen und so, bestätigen. Da sind wir auf dem aktuellsten Stand. Ein, aus. So, die ist jetzt aus. Und wie heißt der WLAN-Steckdose Odin? Also ich sage das A-Wort jetzt. Also am besten kurz Pause drücken oder halt bei euch stumm machen. Alexa, WLAN-Steckdose Odin an. Alexa, WLAN-Steckdose Odin aus. Alexa, WLAN-Steckdose aus. Ach nee. Alexa, WLAN-Steckdose Odin aus. Alexa, WLAN-Steckdose Odin aus. Ja, seht ihr? Das ist das. Er will sie nicht ausschalten. Alexa, WLAN-Steckdose Odin an. Alexa, WLAN-Steckdose Odin an. Alexa, WLAN-Steckdose Odin aus. Anmacht sie, aus nicht. Das ist wieder, weil halt zu viele. So, machen wir einfach mal nur in Steckdose Odin. Alexa, Steckdose Odin aus. Alexa, Steckdose Odin an. Ihr seht, es funktioniert. Wir haben hier unten dann noch einen Timer, wo wir Timer stellen können, einen Zyklus stellen können, zufällig. Also wann ausgehen soll, wann angehen soll. Ist für Urlaub zum Beispiel interessant, dass ab und zu irgendwelche Geräte bei euch im Haus einfach random in verschiedenen Räumen zu verschiedenen Uhrzeiten angehen, damit es aussieht, als wenn einer da ist oder die Standlampe angeht oder was weiß ich. Da könnt ihr dann Intervall einstellen oder ihr könntet auch von unterwegs dann anschalten. Ihr habt ja die App auf eurem Telefon. Ja, und die Geräte sind ja mit eurem Netzwerk verbunden. Und selbst wenn ihr unterwegs seid und sagt, ach, dann machen wir mal Licht an, dann funktioniert das. So, dann haben wir hier den Verbrauch. Ihr könnt ja dann den Verbrauch überprüfen und hier könnt ihr auch ewig weit zurückgehen, wenn ihr die was länger dann habt, natürlich. Das wird dann immer für pro Monat angezeigt. Und hier haben wir dann noch die Einstellungen. Hier können wir eine Kindersicherung. Overchange-Switch, wenn die Leistung 40 Minuten lang weniger als 3 Watt beträgt, schaltet sich das Gerät aus. Ist auch sehr interessant. Also wenn so wirklich dann irgendwas im Standby ist und halt kaum noch was frisst, dass die dann halt ausgehen kann. Ja. Betriebsanzeichen, ein aus, LED aus, LED an. Ja, jetzt ist er an. So, LED aus. Das können wir auch ausmachen. Also könnt ihr euch austoben. Ich habe jetzt LED ausgemacht. Seht ihr das? Hier leuchtet jetzt nichts mehr. Und wenn wir denn jetzt hier sagen, LED an. Jetzt ist er ein. Jetzt ist er aus. Ein. Aus. Es leuchtet die ganze Zeit. Oder wir können halt auch sagen,
So, Bereitschaftsanzeige. Ein. Wenn sie aus ist, leuchtet nichts. Wenn sie ein ist, leuchtet sie. Oder was war da noch zur Auswahl? Position des Schalters anzeigen. So. Aus. An. Aus. An. Also Position des Schalters, das, wenn wir anschalten wollen. Ja. Aber ich lasse es eigentlich gerne so, dass es so ist, dass wenn es ein ist, leuchtet und wenn es aus ist, halt nicht leuchtet. Ja. Ist mein persönlicher, also mein persönlicher Favorit. Die App funktioniert sehr gut. Ich hatte mit dem Hersteller auch vorhin noch mal kurz geschrieben. Das steht jetzt hier nicht drin. Aber es soll wohl auch über die Tuya-App funktionieren. Beziehungsweise dann mit Alexa irgendwie. Ja, also selbst wenn ihr die Tuya-App drauf habt, hier, das ist diese hier, dann braucht ihr euch keine neue App runterladen. Das sollte eigentlich auch da funktionieren. Können wir ja mal testen. Wir machen einfach den zweiten Smart Plug rein. Zack. Müssen wir kurz warten. Gleich leuchtet da. Da blinkt da blau. Wir sind in der Tuya-App. So, und da haben wir ein neues Gerät. Das können wir hinzufügen. Ist im Prinzip das gleiche. So, Passwort für das Netzwerk. Jetzt müssen wir kurz warten. Es leuchtet schon blau, wir sind verbunden, da steht es auch da. So. Genau das gleiche. An, aus. Die Einstellung hier auch, Timer. Verbrauch. Ja, auch hier. Alles gleich. Später. Hier haben wir dann noch Werbung. Wird auch noch hinzufügen, irgendwas hier, so halt zu Wohnzimmer und ach, zu Gruppen und ach, ihr seht, ihr habt hier so viel drin. So, und hier haben wir den praktisch stehen. Ja, normalerweise, also, das ist jetzt ein Vorführeffekt. Normalerweise ist die nicht so langsam, die Tuya-App. Die ist eigentlich genauso schnell wie smart. Jetzt spackt sie aber gerade rum. Kann nur sein, weil ich jetzt ein paar Nachrichten gekriegt habe oder so. Dass das Smartphone mal wieder nicht will. Aber hier seht ihr, hier regelt sie auch. So. Also das ist jetzt ein Vorführeffekt. Normalerweise reagiert das nicht so lahm. Das ist jetzt wirklich nur Vorführeffekt. Also wie gesagt, diese Smart Life App oder Tuya könnt ihr beides nehmen. Also je nachdem, was ihr gerade drauf habt, wenn ihr sagt, hey, ich habe Tuya drauf, ich brauche jetzt nicht noch eine neue App oder so, dann nehmt Tuya. Wenn ihr Smart Life drauf habt, nehmt das Smart Life. Wenn euch das egal ist, könnt ihr Smart Life, also Smart Life steht hier halt drinne, da. Aber halt Tuya unterstützt halt auch. Also könnt ihr zusätzlich Smart Life nehmen oder ihr nehmt einfach Tuya. Das ist natürlich euch überlassen. Optisch habt ihr gesagt, habt ihr gesehen, nehmen sie sich beide nicht viel, sie sehen gleich aus. Bloß vom Menüaufbau sind sie ein bisschen was anders. Ja, aber machen beide ihren Dienst. So. Dann würde ich sagen, dann soll es das jetzt hier auch soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.